Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Ja, wie ich diese leckere Kokosgebäck gemacht habe, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß mit dem Video. So, ich werde zuerst die trockenen Zutaten miteinander mischen, ja. Hier habe ich Backpulver. Dann eine Prise Salz. Dann die Zucker. Das Rezept werde ich euch in der Infobox verlinken, ja. So, dann ein bisschen Zimt. Und dann die Kokosraspel. So, ich habe bereit alle trockenen Zutaten miteinander vermischt, ja. So, als nächstes werde ich die Eier mit dem Mehl auch mischen. So, ein Schuss Vanilleextrakt kommt auch hinzu, ja. So, dann haben wir das schon mal. So, jetzt kommt die Butter dazu. Und dann werden wir die Butter in die Mehlmischung vermengen. So, ihr Lieben, ihr wisst ja, dass ich immer ein bisschen mehr koche oder backe, ja. So kann man auch einen Teil einfrieren und dann, ja, denn Strom ist ja auch teuer geworden. Deswegen, ich versuche immer ein bisschen mehr zu kochen oder zu backen. Und ich muss sagen, wir essen auch ziemlich viel. Ja. So, jetzt gebe ich nach und nach die flüssige Zutaten auch dazu. Ja, wie gesagt, man kann einen Teil einfrieren oder auch verschenken. Könnte man auch machen. So, der Teig ist soweit fertig, ja. Jetzt gebe ich das so auf dem Backblech. Am besten schön mit Abstand, weil das wird noch ein bisschen aufgehen. So, mein Backofen ist vorgeheizt, auf 180 Grad vorgeheizt, ja. Und unser Kokosgebäck kommt jetzt für 20 Minuten in den Backofen, ja. So, ihr Lieben, da sind sie, leckere Kokosgebäck, ja.
Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich auf ein Like und ein Abo freuen. Ja? Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!